Weihnachtlicher Geschenkekauf oder ein gemütlicher Bummel über den Augsburger Christkindlesmarkt. Gerade wenn es schneit, wird es erst so richtig gemütlich. Pünktlich zum Weihnachtsgeschäft haben sich die Baustellen in der Stadt zurückgezogen und machen Platz zum Flanieren und Shoppen. Die ersten 9 hellen Pflasterflächen in der Fußgängerzone sind nun fertig, wenn auch etwas schneebedeckt. Man kann einfach perfekt übers neue Pflaster flanieren. Es ist einfach dieses neue Augsburg-Gefühl, das alle eigentlich auch hier inhalieren sollen. Es ist einfach ein wunderschönes Ambiente inzwischen in Augsburg. Gerade jetzt, wenn es auch schneit, rechtzeitig kurz vor Weihnachten. Ich glaube, das lädt auch einfach ein, in die Augsburger Innenstadt zu kommen, um Weihnachtseinkäufe zu machen, um einen Glühwein auf dem Christkindlesmarkt zu trinken, um einfach Augsburg zu genießen. Für die Händler und Kaffeebetreiber in der Annastraße ist das neue Pflaster eine saubere Sache. Jetzt muss nach den Baustellen nur noch der Schnee weg. Ich bin auch froh, dass die Baustelle weg ist und wir freuen uns eigentlich auf das nächste Jahr. Uns betrifft es dann nicht mehr. Wir haben das meiste hier in diesem Teilbereich geschafft und ist eigentlich positiv. Zukunftsaussicht gut. Dass Augsburg sich fit macht für die Zukunft, das erfüllt nicht nur die Augsburger mit einem gewissen Stolz und einer Portion Vorfreude. Wenn ich draußen sitzen kann im Sommer und ein bisschen mehr Bäume und ein bisschen mehr Grün in Augsburg ist. Dass einfach vor allem die Innenstadt wieder mehr belebt wird, das hat es dringend gebraucht. Eigentlich, wenn ich mit der Stöckelschuh trage, dass ich auch durchkomme, ohne stecken zu bleiben. Darauf, dass die Straßenbahnen wieder alles verbinden und teilweise ja, einfach, dass wieder alles verbunden ist und dass die Innenstadt ein bisschen schöner aussieht. Und die Zeichen, dass die Innenstadt schön wird, stehen gar nicht mal so schlecht.